Ahoi aus Amsterdam. Und was ist da los? Ein bisschen blauer Himmel. Sonne in Holland, das sind wir gar nicht gewohnt. Ja, unser Städtetrip mit Arosa Sena geht weiter. Wir sind angekommen in der Hauptstadt der Niederlande, in Amsterdam. Und ja, heute früh musste es ein bisschen zackig gehen. Deswegen haben wir es nicht mehr geschafft, euch zum Video zu begrüßen. Denn wir hatten heute Vormittag einen Ausflug, eine Krachtenfahrt über Arosa gebucht. Die war leider nicht bei so schönem Wetter, aber insgesamt war es trotzdem ganz nett, ne? Genau, also wir freuen uns, dass es jetzt noch ein bisschen aufgeklärt hat. Es war trotzdem sehr sehenswert, es hat auch nicht geregnet, von daher alles fein. Ist ja öfter mal so, ne, in Holland, dass es ein bisschen grauer sein kann. Ist ja nicht weit weg hier von der Nordsee tatsächlich. Und deswegen, wir freuen uns jetzt über den Sonnenschein, wollen die Gunst der Stunde nutzen und uns nochmal in die Stadt begeben und einfach noch ein bisschen rumschlendern und das ein oder andere Highlight uns noch anschauen, was wir noch nicht kennen. Deswegen lasst euch überraschen. Genau, für euch gibt es jetzt erstmal die Szenen der Krachtenfahrt. Und wir machen uns jetzt los zu Fuß in die Stadt und dann melden wir uns von dort dann wieder bei euch. Ja, was wir uns gestern vorgenommen haben, setzen wir heute in die Tat um. Heute haben wir auch keine Kreditkarte hier direkt gebraucht. Wir haben nämlich hier ein Fahrradverleih gefunden und haben uns kurzerhand dazu entschieden, mit dem Fahrrad Amsterdam zu entdecken. Wir sind ein bisschen fußlahm und wo fühlt sich besser an, als in der Niederlande mein Fahrrad zu mieten? Genau, wir wollen jetzt zum Wandelpark als erstes fahren. Der soll ja sehr, sehr schön sein. Und da heute die Sonne scheint, wirkt das sicherlich auch ein bisschen schöner als gestern in Rotterdam. Und dann werden wir mal schauen, wo es uns sonst hier in Amsterdam hintreibt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viel los heute wieder hier. I got your letter, guess this is better. You win sometimes, lose sometimes, no need to apologize. It was the distance we had between us. It broke us down in disguise, no need to apologize. But I can help that I miss you now, and I need to reminisce this cause. They keep coming back to me. I can't help that I miss you now. So, unsere Fahrräder haben wir jetzt erstmal wieder angekettet und beim Vondelpark waren wir auch. Wenn ihr zu Fuß unterwegs seid, lohnt es sich jetzt nicht unbedingt dahin zu gehen. Also der ist im Sommer sicherlich ganz nett. Ja, ganz nett, ja. Wir hatten auch einen kleinen Zwischenstopp gemacht in einem Café, was ganz schön gelegen war am See. Mhm. Ansonsten, ja, war es okay. Da ist, glaube ich, schöner, hier durch die Gassen zu schlendern und die Krachten anzugucken. Ja, auf jeden Fall war die Fahrradtour ein Erlebnis. Also hier in den in dem Zentrum sozusagen, wenn man hier an den Krachten entlang fährt, ist es eigentlich noch relativ human, obwohl es da jetzt auch voller wurde. Ich denke, war es jetzt auch so hier die Zeit, wo da alle langsam Feierabend haben und so. Also es war dann richtig viel Traffic auf der Fahrradroute. Und da gibt es halt auch diverse Regeln, haben wir dann schon gemerkt. Also auch mehrspurig gefühlt, ne, auf der Fahrradroute. Also die langsameren fahren immer schön rechts und so. Und teilweise schnippeln die einen auch rein. Also ist nicht ohne ist gewesen. Ist nicht ohne. Man muss halt auf jeden Fall schauen. Dann gibt es halt auch an den Ampeln, spezielle Ampeln für Fahrradfahrer, wo man entsprechende Knöpfe drücken muss, ne, wie wir das rausgefunden hatten.
Ja, aber ist auf jeden Fall witzig. Und ja, jetzt sind wir in einem hippen Viertel, hat es. Genau, also wir sind jetzt im Stadtviertel Jordan. Hier sind die neuen Straßen, so heißt da nochmal dieser Bezirk. Der soll sehr, sehr schön sein. Viele kleine Cafés und Shops. Da wollen wir uns jetzt mal durchtreiben lassen und dann schauen wir mal, was der Rest des Tages bringt. Genau, wir hoffen, dass die Fahrräder dann noch da stehen. Ja, ansonsten, so doll sind die eh nicht, also die wird keiner klauen. Ich glaube auch, mir geht die Bremse nicht so richtig. Sie schleift irgendwie. Ja, besser schleifen als gar nicht funktionieren. Ne? I hear lightning, I hear wonders, and everybody wanna go, but no one really cares to know. I see marvels, I see titans, and some troubles that everybody has to face, that no one really can erase, and they hide away. Ja, auf unseren Erkundungen hier durch die Gassen sind wir in einer Gasse ein bisschen stutzig geworden. Da standen nämlich zig Menschen an vor einem kleinen Frittenladen. Ja, und da dachten wir, das muss ja dann vielleicht gut schmecken. Deswegen haben wir uns auch angestellt. Naja, aber erst nach der zweiten Runde, weil wir dachten, okay, stelle mich doch jetzt hier nicht für Pommes an. Natürlich Pommes. Dann haben wir aber gelesen, die Rezensur, weil wir dann doch immer neugierig waren und Hunger hatten, dass es doch relativ schnell gehen soll und gut organisiert ist. Deswegen haben wir uns angestellt und es hat gerade mal so gedauert. Die Schlange sieht man hinter uns. Also den Anfang. Die stehen sogar über die Brücke, genau. Genau, und hier haben wir das Ergebnis. Schmeckt lecker. Also ja? Mit diversen Soßen und mit Käse drauf. Es gibt dann die basischen Parmesan und Cheddar. Ja, knusprig ist auch. Und ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Genau, also Instagram lügt nicht immer. Könnt ihr auch mal hier vorbeischauen. Ungefähr 7 Euro hat, glaube ich, die Portion gekostet. Ja. Ne? Ja, wir lassen uns jetzt schmecken. Nochmal eine kleine Zwischenstandsmeldung hier aus Amsterdam. Ja, die Sonne ist untergegangen. Es wird jetzt langsam Abend hier und wir hatten uns jetzt auch dagegen entschieden, zurück zum Schiff zu gehen. Also wir wollen die Arosa Serena nicht verpassen. Die ist ja sowieso bis Mitternacht heute hier. Aber ja, wir sind jetzt hier in der Stadt Abendessen gewesen und wollen jetzt einfach noch ein bisschen hier durch die Gassen schlendern. Ja, weil der Weg hätte sich jetzt nicht gelohnt, wenn man das ganze Stück zurücklaufen, sondern doch ein kleines Stückchen noch zu gehen. Deswegen dachte man, nutzen wir die Zeit hier, sind wir wirklich in der Stadt und bummeln ein bisschen durch die Gassen und dann gehen wir nicht allzu spät zurück, je nachdem mal gucken, was uns noch so erwartet heute. Was uns aber hier erwartet hat, also wir hatten uns auch gerade unterhalten, irgendwie wirkt Amsterdam viel, viel trubliger als in unserer Erinnerung. Wir waren ja jetzt schon ein paar Mal hier, aber man muss wirklich extrem aufpassen, dass man nicht entweder vom Fahrrad überfahren wird oder von einem Auto. Ja, also, alleine wenn man wirklich die Straße überqueren möchte, was eigentlich ja auch so ein bisschen ist, ja Fußgängerpassage, ne? Wie nennt sich das? Fußgängerweg, ja. Es kommt immer von jeder Seite, es gehen ja von beiden Seiten kommen, Fahrräder angeflogen, wirklich, ne? Und dazu kommt noch, dass man oft als Fußgänger in den schmaleren Gassen fast gar keinen Platz hat zum Laufen. Also wirklich vorrangig haben da echt Fahrräder und Autos. Da muss man echt ein bisschen hinschauen. Nichtsdestotrotz sind noch heile geblieben. Wir hoffen, das bleibt noch dabei. Genau, also entspannt kann man nicht rumlaufen. Man muss immer sehr, sehr aufmerksam sein. Janine hat auch selbst immer mich ermahnt. Kamera weg! Aufpassen! Ja, Achtung Fahrrad, Achtung Auto, Achtung Moped. Mopeds fahren ja auch teilweise auch richtig schnell. Die hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mhm. Und selbst als Fahrradfahrer war es auch anstrengend, weil auch da alle irgendwie von allen Seiten angeflogen kommen. Nichtsdestotrotz finde ich das echt schön und süß und die Bauwerke sind richtig niedlich, vor allem wie die Häuser so abfallen. Ne? Wie schief alles hier eigentlich ist. Ne? Das ist ganz witzig. Genau. Ja, wir machen uns jetzt erstmal weiter hier, hoffen, dass jetzt langsam mal die Lichter hier angehen. Da wirkt ja Amsterdam dann auch nochmal ein bisschen anders. Also los, wir machen noch eine Runde.
Ja, und den Rest des Abends haben wir dann ja mit einem kleinen Spaziergang durch das Rotlichtviertel Amsterdams und den angrenzenden Straßen verbracht, was man einfach mal gesehen haben sollte. Insgesamt hat es uns in Amsterdam wieder sehr, sehr gut gefallen und die Stadt ist prima auch auf eigene Faust zu erkunden. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Utrecht und da gibt es dann auch wieder mehr Content rund um Arosa Sena.